Ja, hallo Leute, hier ist der Sebi und willkommen zurück zum Let's Play. Und ich habe ein bisschen geguckt, die Shops halt durchgeguckt, aber was soll man sagen, ist nichts wirklich Gutes drin, was ich mir unbedingt kaufen wollen würde. Nichtsdestotrotz gehen wir erstmal zum brennenden Feld, in der Hoffnung, dass wir Equipments machen können oder halt eine Gruppe uns anschließen können, wo wir halt die Kitten. Wir machen es erstmal alleine und eventuell hilft, können wir das jetzt zusammen machen. Da würde ich mich tatsächlich sehr, sehr freuen. Ja, vielen, vielen Dank erstmal an an den Livestream, also die mitgemacht haben, ne? Also mitgeholfen haben und so. Vielen, vielen Dank. Waren noch einige, ne? Und ja, ich möchte auf jeden Fall Pasi, Jimmy, den Chris grüßen. Und oh, ich habe jetzt den echten Namen vergessen. Am Ende war es halt Kia. Tut mir leid, ich habe den Namen echt nicht mehr im Kopf. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch vom Pasi, den Kumpel, den Namen weiß ich jetzt gerade auch nicht. Also Schande über mich. Tut mir wirklich leid. Aber er soll nicht böse gemeint sein. Also ist nicht mit Absicht, dass ich ihn mit Absicht vergessen habe. Ja. Der nächste Stream kommt auch demnächst. Wann genau, kann ich auch noch gar nicht sagen. Aber ich denke mal dann auf Twitch. Ich möchte es gerne mal auf Twitch machen, weil was ich cool finde bei Twitch ist halt, man sieht halt, welches Spiel gerade geguckt wird. Und vorhin war eben eine deutsche Streamerin, die hatte tatsächlich über 70 70 Views Zuschauer gehabt. Was ich komisch finde, irgendwie hat es aber auch nicht hingehauen, weil die es hat ja keiner geschrieben. Ne? Gut, kann auch sein, dass ich nur ganz kurz reingeschaut habe. Aber irgendwie war mir das auch komisch. Aber krass, krass. Respekt auf jeden Fall, wenn man so viele Zuschauer dann auf einmal hat. Ne? Schon auf jeden Fall schön. Ne? So. Und deswegen möchte ich, also ich möchte gerne da mal streamen. Ich hoffe mal, das ist dann auch nicht schlimm. Also ich habe schon einen Twitch-Account und der heißt genauso wie auf YouTube. Also falls ihr dort irgendwie schon folgen wollt oder so, könnt ihr es gerne tun. Also jetzt hier einfach bei Twitch eingeben und dann müsstet ihr mich eigentlich finden. Also ich habe auch dasselbe Profilbild und dementsprechend würde man mich halt so finden können. Ja, und ich habe zwar jetzt, der Part kommt am Montag hoffentlich raus. Ich habe halt am Freitag frei und Donnerstagabend könnte man eigentlich streamen. Aber da ich ja, falls es noch nicht der eine oder andere mitbekommen hat, ich wurde halt Onkel. Und ich möchte mal schauen, ob ich nicht Donnerstagabend meinen kleinen Neffen besuchen kann. Ne? Und das möchte ich sehr gerne eigentlich tun, aber ich muss halt erstmal warten, bis mein Bruder und seine Freundin halt erstmal zu Hause müssen, die erstmal ankommen und Zeit zusammen genießen. Ne? Ist auch sehr, sehr wichtig und eventuell streamt ich oder er halt ihn nicht. Ne? Anderweitig. Wird es halt immer noch weiter auf YouTube kommen. Aber ich würde es halt, Verzeihung, als Testweise möchte ich halt gerne auch mal auf einer anderen Plattform streamen. Ne? Ich finde es halt echt ziemlich cool, was ich sagen muss bei Twitch. Die Emotes, man kann da so kleine Challenges machen, also man kann halt so Punkte sammeln. Dann kann man diese Punkte einlösen, um zum Beispiel, weiß ich von einer Freundin, die streamt auch. Ja, Freunde nicht richtig, aber flüchtige Freunde, man kennt sich halt. Und die hat zum Beispiel ein Haustier, Shira, und ein Ochs, eine Katze und ein Oxalotl, ne? Haku, richtig süß. Also Oxalotl wäre auch, so hätte ich schon Bock drauf, ne? Aber ich sag mal so, bestimmt ziemlich viel Arbeit. Das Blöde ist, wir sind halt ziemlich dicht bei ihm dran. Das möchte ich ja eigentlich gar nicht, ne? Und da kann man zum Beispiel bei, ich glaube, bei 500 Punkten kann man den Haku füttern lassen, ne? Oder ab 7000 Punkten. Sie hat halt, also falls ihr folgen wollt, Maddie the Hamster heißt sie, glaube ich. MADDDY und The Hamster, ne? Irgendwie sowas, ne? Also würde mich freuen, wenn ihr mal einen Gruß da lasst, falls es dann so kommt, ne? Dass ihr auf den, auf ihren Channel dann reingucken könnt, ne? Bisschen Werbung kann man ruhig machen, ne? Wenn es denn erfolgreich wird, wäre es ja cool. Ju, und wie gesagt, das finde ich halt ziemlich cool. Und ich möchte auch, ich werde mich auch mal damit mal auseinandersetzen. Ich wollte ja auch beim Discord-Server ein Dings machen. Guck mal, da ist noch ein
Kleriker. 67, 87 macht die wie die Haie noch? What the fuck? Okay. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch sagen. Ja, ich wollte noch einen Discord. Also, es wurde auch gefragt, ob ich einen Discord-Server habe, ne? Und dann haben zwei, drei Leute, glaube ich, bei Discord mich geaddet. Und ich möchte es definitiv gerne tun, ne? Also, einen richtigen Server mal anfertigen. Weil ich hatte mal einen gehabt, aber ganz ehrlich, das war einfach nur testweise. Man kann sich auch Server erstellen direkt, den Discord-Server, so Gruppen halt. Oder Channels, sagen wir es mal so. Und es denke ich mal viel Arbeit dahinter, und wenn man sie nicht auskennt, das ist halt schon schwierig, ne? Das ist schon schwierig. Und ich habe auch keine Lust, keine Motivation, jetzt irgendwelche Tutorials runter zu rattern, zu gucken. Und von daher, will mir aber jemand helfen? Ich, die mit dem Namen. Ich werde mir am nächsten Mal aufschreiben, wen ich gerne grüßen möchte und so. Ja, genau. So, wir werden auf jeden Fall das Level Up voll machen, ne? Also mein Ziel ist eigentlich, ich möchte eigentlich ganz gerne auch beim nächsten Mal vielleicht mal zuerst mal wieder und dann eventuell auch bei der nächsten Stream-Möglichkeit immer eine Let's Up Stream auf, ja, machen. Hätte ich Bock drauf. Das lassen wir mal in Ruhe. So, ich habe ein, zwei Teile, die ich auf jeden Fall haben wollen würde. Auch allein für diesen Magier, ne? Guck mal, das Schöne ist, wenn er da rumlungert, ich laufe hier so ein bisschen, man kommt sich ja nicht in die Quere. Natürlich würde es halt viel schneller gehen, wenn man zu zweit macht. Aber ganz ehrlich, ich möchte halt auch mal so mal gerne kämpfen, ne? Und ja, deswegen finde ich es auch mal ganz gut, keine Hilfe zu haben, ne? Aber bei sowas wäre schon viel besser, ne? Und Tasche 3 muss ich auch mal aufnehmen. Ist halt so ein Projekt, was ich sehr gerne spiele. Ist nicht mehr mein aktuelles Lieblingsspiel, was ich dauerhaft spiele, sondern ich spiele zurzeit seit gestern wieder God of War in der PS4-Version. Ne? Ein total geiles Spiel, es macht ultra viel Spaß. Und da ich ja Spielschicht habe jetzt nächste Woche, ist natürlich blöd, wenn man so spät zu Hause kommt, immer so früh dunkel und das ist alles kacke. Achso, übrigens, falls ihr den Stream verfasst habt, könnt ihr natürlich gerne reinschauen. Ne? Das ist ja gar kein Problem. Das lädt ja YouTube-Doc Gott sei Dank nochmal extra hoch. Und ich habe zwar immer Musik im Hintergrund laufen, so wie auch hier bei dem Let's Play. Die ist halt auch Copyright. Und normalerweise ist auch, beim Stream nutze ich auch immer nur copyrighte Chill-Musik. Also elektronische, so ein bisschen Beats und so. Muss ich sagen, ziemlich entspannt. Hat mir sehr, sehr... Hallo, Fleotik, hallo. Hat mir sehr gut gefallen und ich sag mal so, ich denke mal... den anderen auch, die dabei waren. Ist angenehm, kann man zum Zocken nutzen und von daher, why not? Ja, und God of War ist so ein geiles Spiel. Es macht so unkrass, es macht unfassbar viel Spaß. Ich habe jetzt ja vorhin, weil ich heute Sonntag, da muss ich ja nicht arbeiten, wie die meisten eigentlich auch. Und da war es halt so, dann habe ich 12, glaube ich, gespielt und da hat man eine Pause gemacht und dann halt auch, glaube ich, 3 Stunden oder so am Stück gespielt. Es macht so viel Spaß. Es ist halt Singleplayer-Spiel und wer God of War kennt, ja, der wird es halt auch lieben und naja, ihr wisst schon. Ein sehr, sehr tolles Spiel. Ein sehr, sehr tolles Spiel. Und was ich gerne machen wollen würde, wenn ich das irgendwie hinbekomme, eigentlich schon, da muss ich aber leider nochmal alles umstecken. Vielleicht noch irgendwie noch irgendwas Besonderes für den Fernseher, also für die PS4 dann holen. Muss ich dann irgendwie alles umstecken, mal gucken. Jetzt ist natürlich blöd, jetzt sind da noch zwei andere, das ist ja kein Problem, ne? Wenn wir halt eine Gruppe machen, das wäre schon ziemlich nice. Ich glaube, das mache ich mal. Ich versuche mal mein Glück. Vielleicht nehmen die ja sogar an, das wäre ganz schön. Ne? Und nachher, wenn ich die Aufnahme beendet habe und gerendert habe, dass die ersten Videos, ich denke mal, ich mache das dann zur selben Zeit. Also, dass ich mehrere Parts dann gleichzeitig renne. Dauert zwar länger, aber ganz ehrlich, dann spare ich mir ein bisschen Arbeit, ein bisschen Zeit, ne? So, genau. Und dann werde ich vielleicht nochmal ein bisschen drauf vorspielen, weil ich bin halt, das hat das Coole bei diesen Singleplayer-Spielen. Irgendwann, ich mag auch Spiele, wo man den Fortschritt sieht, ne? Hier bei Fierce und wäre es ja auch so. Man sieht ja auch den Fortschritt, man wird ja immer stärker. In den Levelgebieten, wo die halt zum Beispiel ein bisschen stärker waren, die Gegner, oder nerviger, sagen wir es mal so, nerviger. Da hat man natürlich nachher keine Probleme. Die macht man sehr schnell down. Und dementsprechend
ist das schon echt entspannend. Und kennt ihr noch, es gab mal damals so, aber wie hießen die nochmal? Das war so ganz komisch, die Bezeichnung. Die haben halt, waren irgendwelche aus Korea oder so. Ne, jedenfalls ganz komisch. Die haben halt in den 70er Tumpftrümmer haben die zum Beispiel die Mobs gekillt. Einfach so ein Kleriker, die ganze Zeit, stumpf, stundenlang. Hat ihn nicht gejuckt, mitten in der Nacht, einfach so. Das weiß ich, weil Schulferien, Sommerferien und so, deswegen. War ein bisschen länger wach und, ne? Und jedenfalls haben die ganze Zeit da halt gelevelt, Sachen gesammelt und haben dann so, denke ich mal, auch ein bisschen Gold gemacht, ne? Und da war es halt noch nicht so, dass Gem so in Massen verfügbar war, ne? Und von daher hat man ihnen ein bisschen Geld gemacht. Was auch gar nicht ganz merkwürdig, ganz auch ganz komische Namen und so, also war schon irgendwie interessant zu sehen, dass es auch solche Menschen gibt, die damit auch Geld verdienen. Naja, ganz, ganz komisch. Achso, den habe ich gar nicht angegriffen. Huh? Ich dachte eigentlich. Also das Ziel ist auf jeden Fall heute Level abzukommen. Und wer ist eigentlich online? Niemand. Niemand ist online. Okay. Ja. Auf jeden Fall, Stream hat echt Spaß gemacht. Vor allem, muss ich sagen, wir waren halt nachher eine volle Gruppe. Und das Schöne ist halt, nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr auch immer mitmacht und zuguckt und kommentiert und so. Teilweise, es war echt witzig, muss ich sagen, mit dem lieben Chris. Liebe Grüße nochmal an dich. Bisschen komischer Kauz, ne? Hast auch echt komisches, absurdes Zeug geschrieben. Aber es hat mich echt nicht gestört. Also, kann man ruhig mal machen. Da mache ich auch mal mit. Ne? So ist halt nicht. Und hat echt Spaß gemacht, ne? Und vor allem, wir waren halt die volle Gruppe. Ich glaube, zwei Magier waren wir. Ein Jäger, glaube ich. Einmal ein Krieger. Und so war es echt Laune gemacht. Und es war so schön, weil es hat wirklich Spaß gemacht. Es hat verdammt viel Spaß gemacht. Es hat super viel Spaß beim Leveln gemacht. Weil wenn zum Beispiel, im Prinzip, ich war halt der Leader. Ich habe halt im Prinzip bestimmt, was halt abgeht, was wir halt machen. Ich habe auch gefragt, was die anderen machen möchten gerne. Ne? Das ist natürlich auch klar, weil ich im Prinzip, gut, ich streame halt, aber ich möchte halt auch gerne, dass die mitmachen beim Stream. Jeder kann da gerne mitmachen. Am besten ist halt immer beim Level dabei zu sein, ne? Auf Levelgebiet, damit man auch selber leveln kann. Ne? Und vor allem bei Jimmy ist das ja so, der hat sich auch mehrere Charaktere erstellt. Oder halt, dass er halt auf mein Levelgebiet ist. Das ist mega krass und da bin ich echt dankbar für den Einzelnen, der mir so ein Spielspaß beschert. Ne? Und das ist auch, finde ich, gut. Und da ist halt auch die Stärke bei Fiesta Online. Ich denke mal, bei anderen MMORPGs ist das nämlich auch. Und ich habe auch überlegt, jetzt zum Beispiel Jisoo Online, The Elder Scrolls Online. Das habe ich mal angefangen damals. Ja, ist halt auch ein Singleplayer-MMORPG. Man kann das auch alleine spielen. Und das ist auch nicht schlecht und so. Aber, das ist halt ein großes Spiel, ne? Ein großes Spiel, das wie World of Warcraft habe ich auch mal getestet. Es hat mich nicht so gefesselt. Ich möchte halt auch gerne andere Spiele euch zeigen, ne? Dann mit neue Zuschauer bekommen irgendwie. Das ist ja auch wünschenswert. Das ist so, verheimliche ich auch nicht, ne? Aber es ist schwierig. Vor allem, jetzt kommt, glaube ich, im Sommer oder so, kommt ein neues Add-on. Und ich habe überlegt, ob ich mir nicht alle Add-ons hole, einen neuen Account erstelle und dann da richtig, richtig reinstecke. Also richtig Zeit reinbuddeln, ne? Nein, also mit Tochter und so ist es schon etwas schwieriger, ne? Vor allem jetzt, gut, ich habe jetzt Spätschicht, das ist kein Problem. Aber sonst wäre das schon ein bisschen komplizierter, ne? Weil ich kann ja heute ein bisschen länger aufbleiben. Echt, 1% noch. Naja. Gut, sei es drum. Ne? Von daher, mal schauen. Und World of Warcraft gab es ja auch jetzt, glaube ich, auch ein Add-on. Ja, aber ich weiß nicht. Das ist halt, ich sehe es halt immer so, ich fand es interessant, dass Leute mein Let's Play gucken, obwohl das Spiel schon so alt ist. Und da habe ich mir so gedacht, hey, komm, ich kann das Spiel, mag das Spiel ja selber. Und ich habe ja noch Fraps gehabt, also das Aufnahmeprogramm und Sony Vegas hatte ich auch noch. Von daher, und ein Mikrofon auch. Und von daher stand dem Let's Play nichts im Wege.
Und dementsprechend habe ich es einfach angefangen. Ich habe es einfach angefangen und dann kamen immer mehr.